Der Cottbusser Kleingartenverein Novinka ist der drittschönste in ganz Deutschland. Insgesamt 30 Vereine aus 27 Städten und Gemeinden traten beim Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau gegeneinander an. Bisher konnte sich der Kreisverband der Kleingärtner Cottbus Stadt e.V., kurz KVB, schon viermal qualifizieren. Die Cottbusser konnten sogar immer eine Medaille mit nach Hause bringen. Das macht natürlich auch den zweiten Vorsitzenden des KVB, Manfred Beitsch, besonders stolz. Novinka wurde in diesem Jahr von der Jury mit Bronze ausgezeichnet. Na, damals macht mich schon stolz, oder den Kreisverband macht das schon stolz, vier Medaillen zu gewinnen. Das zeigt doch eine gute Arbeit, die geleistet wird. Und auch in dem Verein, denn auf den kommt es ja auch mit an. Die müssen ja auch Ideen haben, um die Anforderungen, den Anforderungen gerecht zu werden, was da gefordert wird. Gemeinsam gärtnern, gemeinsam wachsen. Das war das diesjährige Motto. Eine siebenköpfige Jury besuchte im Sommer alle Kleingartenanlagen vor Ort. Gold war zwar für den KVB Cottbus Stadt e.V. auf Bundesebene noch nie dabei, dafür belegten sie aber in Brandenburg den ersten Platz. Und vielleicht kann Cottbus dann in 4 Jahren sogar den schönsten Garten Deutschlands sein eigen nennen.